Smarana, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich recht herzlich bei Smarana Yoga und Heilung. Wie geht es dir denn gerade? Bist du gut durch die Schwingungen hindurchgekommen, nachdem wir durch die Energie im Steinbock, die erdende Energie, die saturnische Prinzip uns vielleicht noch etwas festgehalten hatte, uns nochmal hinschauen ließ, was noch nicht in der Ordnung sich in uns befindet. Und so gehen wir in dieser Woche weiter in die weitere Energie des Wassermann. Wir werden uns in den nächsten Tagen durch die Schwingungen der Luft bewegen. Die Hauptschwingung in dieser Woche ist die Energie des Jupiter. Jupiter führt uns in die neue Zeit. Mehr und mehr in den Energien der Luft hingeführt zu werden, in das, was wir in Wirklichkeit sind. So tauchen wir heute in die Energieschwingung des Wassermann ein, welcher unsere Gallenblase Energie aktiviert. Wenn diese Energie in uns fließt, findet in unserem Körper eine Reinigung statt. Die Jupiter-Energie führt uns in die aktive Handlung hinein. Hierbei möchte uns die Energie des Wassermann unterstützen. Die Feuerkraft bringt Uranus hinzu. Und in den weiteren Tagen tauchen wir dann in die Energien der Fische ein. Hier wird nochmal die Wasserenergie in uns intensiv aktiviert. Die Leberenergie wird hier ausgeglichen in den Fischen, in den Energien der Fische. Um dann weiter in die weiteren Energien der Luft weiter zu gehen. Und so lasse dich fallen in die Energieschwingung des heutigen Tages. Die weiteren Schwingungen bis zum Neumond bedeuten immer das Loslassen. Das Loslassen von den alten Energien, die die Energie im Steinbock aufgelöst hat. In der Energie im Steinbock strahlt intensiv der Mond, der uns oft Traumata zeigt. Auch vorgeburtliche Traumata, die zum Vorschein nach oben steigen, und in der jetzigen Energie wir diese gut loslassen können. Der Energiestrom schwemmt diese Energien mit aus. Wir werden dann in den weiteren Schwingungen Richtung Neumond uns begeben. Dann findet wieder der Neubeginn statt, bevor beim zunehmenden Mond wieder danach das Wachstum beginnt. Und so lasse dich hineinfallen in die Energieschwingung in deinem zweiten Chakra. Schließe deine Augen und beobachte deinen Atem. Nimm wahr, wie dein Atem über deine Nase einströmt, durch alle Chakren hindurch, tief in deinen Bauchraum hinein. Nimm wahr, wie er all deine Chakren durchfließt, deinen Bauchraum sich ausdehnt, und lasse gerne die Atempausen entstehen. So sinkst du schneller in diese Energien ein und kommst mehr und mehr in deinem zweiten Chakra an. Und dann nimm wahr, wie vor dir die goldene Kugel in deinen Händen entsteht, die Smarana-Energie der Reinigung in deine goldene Smarana-Kugel fließt. Nimm diese Energieschwingung in deinen Händen wahr und lasse diese Energie über deinen Schädeldach, über deinen Kopfraum, durch all deine Chakren fließen, dich reinigen, klären. Deine ganze Aura befreit von Energien, die dir nicht mehr dienlich sind.
Dann lasse die Energiekugel frei und lasse die Kugel der Erdung entstehen. Stelle dich in die Kugel der Erdung hinein. Nimm wahr, wie von deinem Herzen in die Erdmitte ein goldener Lichtstrahl nach unten geht zur Mutter Erde. Verbinde dich dort mit der liebenden Licht deines ursprünglichen Seins, deines physischen Körpers. Nimm diese wunderbare Energie dort wahr. Nimm wahr, wie dich Mutter Erde liebt und empfängt. Und dann nimm wahr, wie das Licht und die Liebe wieder aufsteigt, über deinen Herzensraum, über dein Schädeldach hinaus, weit ins Universum hinein, dich dort anbindet, mit der liebenden Licht deines lichten Körpers, dort, wo deine Seele zu Hause ist. Nimm wahr, wie deine kosmischen Eltern dich begrüßen, dich halten, dich tragen und lieben. Und so fließt weiter die Energie wieder zum Herzen, dehn dich in der Energiekugel von Smarana ganz weit aus und du sinkst in dein zweites Chakra hinein. Nimm in deinem zweiten Chakra jetzt die Energieschwingung wahr. Auf deiner rechten Seite der Sonnenkanal, links der Mondkanal, die Hauptnadis im Körper fließen durch dich hindurch seitlich deiner Wirbelsäule. Vielleicht nimmst du das Strömen schon mal wahr oder du hast das Gefühl, deine Chakren gleichen sich noch an. Vielleicht die Energie noch etwas nach rechts oder nach links verlagert ist. Lasse einfach die Energie fließen, bewerte dies nicht. Im zweiten Chakra die Energie von männlich und weiblich zu Hause ist. In diesem Chakra entsteht die Feuerkraft, dich aufzuschwingen in höhere Dimensionen. Lasse dieses Licht entstehen in diesem Chakra. Nimm die Schwingung dort wahr. In deinem unteren Chakra ebenfalls die Kundalini ruht. Welche durch die Energetisierung der Chakren aktiviert wird, so lasse dort die Feuerkraft entstehen. Nimm dies einen Moment wahr, nimm die Ausdehnung in deinem zweiten Chakra wahr und nimm wahr, wie das Licht und die Liebe dein Chakra reinigen und klären. Ganz bei dir selbst du ankommst und du weißt, es gibt nichts zu tun, lasse dich tiefer hineinsinken, nimm nur deine Gefühle wahr. Vielleicht schau mal, ob es noch Gedanken gibt, falls ja, lasse in deinem Schädeldach Wind entstehen, welcher diese Gedanken hinwegweht. Dann kehre wieder in dein Fühlen. Nimm das Fließen von Sonne und Mond in dir wahr. Sei dir bewusst, es gibt kein Gut und Böse in der Form unserer Bewertung. Es braucht
die beiden Energien. Nimm die Wärme in deinem zweiten Chakra wahr. Nimm das Kundalini-Feuer wahr. Nimm wahr, wie die Kundalini in deiner Wirbelsäule nach oben steigt. So kannst du vielleicht fühlen, wie die Energien in deinen Chakren aufsteigen, schwingen. Du geklärt bist, gereinigt bist. Durch all deine Nadis die Energien fließen, deine Zellen klar und rein. Du ganz weit in der Smarana-Kugel gehalten bist und du verbunden bist mit Himmel und Erde. Dein Schädeldach weit geöffnet, dein Wurzelchakra weit geöffnet. Dann nimm wahr, wie Fülle zu dir fließt. Wenn du eine bestimmte Fülle benennen möchtest, kannst du dieses tun. Nimm Lebensfreude wahr und nimm die Harmonisierung wahr und nimm den Fluss in deinem Körper wahr, den jetzt der Gallenblasenstrom dir zeigt. Dein ganzes Gesichtsfeld durchströmt wird. Über dein Schädeldach im hinteren Bereich nach unten fließt. Und nimm das Fließen auch in deinem vorderen Bereich im Körper wahr, im Oberkörper. Der Gallenblasenstrom dich in die Klarheit bringt. In die Klarheit, um deinen aktiven Handlungsimpuls zu aktivieren. Es braucht in der Kraft der Luft den Fokus der klaren Absicht. Sei ganz fokussiert auf deinen Wunsch. Und dann öffne wieder deine Augen. Smarana, schön, dass du dabei warst. Und so bist du heute energetisiert für diese Energien. Die Energie des Gallenblasenstroms. Ich wünsche dir viel Freude dabei, wenn du die Energie in der Gruppenübertragung erleben möchtest, kannst du dich mit dem Link unten bei der Energieübertragung in der Gruppe anmelden. Ich freue mich auf dich, lasse es dir gut gehen und ich freue mich auf deine Bewertung und deinen Like. Alles Liebe dir! Smarana.